Und heute bei uns Gäste zum Kaffee haben wir eingeladen. Den Bauchredner Mario Reimer. Und diesen Mann muss ich Ihnen nicht mehr vorstellen, liebe Zuschauer. Den kennen Sie natürlich. Udo. Udo ist da. Udo Lindenberg und nachher noch ein paar seiner Kolleginnen und Freunde aus dem Showbusiness. Hallo, Herr Reimer, ich grüße Sie. Hallo. Bauchredner sind ja im Prinzip so die Klassiker der Unterhaltungsbranche. Gab es auch schon immer in Kinderzeiten, hat man Bauchredner geliebt. Sie machen das schon relativ lange jetzt. Ja, also jetzt, also hauptberuflich seit 13 Jahren. Ja. Und wie lange begleitet Sie der Kollege schon? Noch nicht so lange. Wie lange? Ja, das lieber nicht. Ich glaube, jetzt so 1,5 Jahre ungefähr. Ja, fantastisch aus. Der Kopf ist ja im Prinzip fast so, ja, wahrscheinlich so groß wie das Original, oder? Udo. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Das ist die Größte. Ist ja nun, wir haben ja gerade Wetterbericht gehört, 35 Grad, am Sonntag soll es werden. Sitzt da Udo Lindenberg eigentlich auch mal seinen Hut ab, oder? Nee, geht nicht. Warum nicht? Nee, das geht nicht. Wieso geht denn das nicht? Da geht die Perücke in den Ort. Ja, die Perücke auch schon alles. Gut, aber das soll er auch verraten. Nein, das wollen wir ja nicht. Ja, wir gucken uns mal an, wie das aussieht. Mario Reimer, der Bauchredner aus dem hohen Norden in Aktion, liebe Zuschauer, bitteschön. Ja, ja, so lau lüt den 10 Jahren lang. So haben Sie Heino bestimmt noch nie erlebt. Und möglich macht es ein Poppenbüttler mit ganz besonderen Eigenschaften. Mario Reimer ist der Promi-Puppenflüsterer aus Norddeutschland. Dabei legt der 35-jährige Bauchredner den Stars wie Panikrocker Udo Lindenberg, Schwungskanone Roberto Blanco oder Mallorca-König Jürgen Drews die Worte genauso in den Mund wie einer gewissen Mandy. Seine Lieblingsfigur ist jedoch der ständig nörgelnde Opa Herr Schulze. Was denn sonst? Das Bauchreden hat sich der gelernte Kaufmann übrigens selbst beigebracht. Angefangen hat alles vor 15 Jahren, als der Hamburger auf einer Party das Publikum zum Lachen bringen sollte. Seitdem sorgt Mario Reimer auf großen und kleinen Veranstaltungen mit seinem trockenen Humor und dank seiner Puppen nicht selten für feuchte Augen. Wie heißen Sie? Lotti. Das ist die Lotti. Die Lotti. Lotti, der Onkel hat Nüsse. Caranda, Carajo, ein auch wenn der Comedian fast mehr Zeit mit Heino verbringt als mit seiner Frau, ist er seit Jahren glücklich verheiratet, wie er sagt. Wer allerdings im Hause Reimer das letzte Wort hat, darüber schweigt der Hamburger. Das war das Stichwort, alles ist wieder hin. Super gemacht, klasse. Ehrlich? Ja. Es gibt keine Zweifel, dieser Mann hat wirklich ein gutes Bauchgefühl, wenn es um Puppen geht. Mario Reimer. Ist ja eigentlich auch ganz praktisch, wenn man sich zu Hause mal mit der Frau streitet. Da kann man ja was sagen, ohne den Mund dabei aufzumachen. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Hast du was gesagt? Hast du gesehen, dass ich das gesagt habe? Nö, das siehst du. Ja, so ungefähr läuft das bei uns auch. Ja, nimmt man sowas zum Job? Ich meine, das ist ja eigentlich kein gewöhnlicher Job, natürlich nicht. Hat das irgendeinen Einfluss auf das Familienleben? Sie haben ja auch ein Kind, glaube ich. Ja, genau, der wird 5 im November. Ja, der musste ja auch schon immer sich dann die neuesten Gags anhören. Oder sagt er, bringt er seine ganzen Freunde mit nach Hause, sagt hier, Papi, mach mal was. Also zum Anfang hat er ein bisschen Angst davor gehabt, als so das Bewusstsein da war, das zu sehen und auch zu verstehen. Mittlerweile findet er das toll. Er hat auch eine kleine Puppe und macht da auch schon ein bisschen was mit rum und macht da seine kleine Bauchredner-Show. Er soll was Vernünftiges werden, vielleicht. Naja, das ist ein gutes Stichwort, weil Sie waren ursprünglich, glaube ich, gelernter Kaufmann. Genau. Wo haben Sie gearbeitet, in welchem Bereich? Im Herrenmodenbereich. Ja, das ist ja dann was ganz anderes. Also ich sag mal, ein relativ normaler, bürgerlicher Beruf. Dann wird man Künstler, das ist natürlich mit Unsicherheit verbunden. Viele Leute sagen, Mensch, hast du einen an der Waffel, sag's genau. Mal so auf Norddeutsch. Genau, meine Eltern wollten auch, dass ich was Vernünftiges lerne. Ja. Deswegen habe ich Kaufmann im Einzelnen gelernt. Aber irgendwie war immer der Drang dazu, auf der Bühne zu stehen. Also fing ja in der Schule schon an mit so Theater-AG und solche Geschichten. Ich glaube, das ist so typisch bei vielen in der Biografie, dass sie mit irgendetwas angefangen haben. Und dann hat es einen so ein bisschen gekitzelt und dann hat man weitergemacht. Und es läuft super, seit vielen, vielen Jahren. Im Moment kann man fast sagen, so gut wie noch nie. Warum eigentlich? Ja, wir haben ja es gibt einen guten Kollegen, den Sascha Grammel, der natürlich sehr, sehr stark unterwegs ist, auch auf Tournee sehr stark ist und Puppen auch allgemein im Fernsehen momentan wieder sehr beliebt sind. Von daher haben wir natürlich einen richtigen Hype zurzeit. Ja. Und er hat ja auch ein großes Comeback gehabt jetzt vor ein paar Jahren. Er ist ja auch wieder in aller Munde. Ne? In Berlin. Ja, in Berlin ist er, ja, ja. Ich dachte, du wohnst in Hamburg. Ja, aber in Berlin. Das Musical. Ach so, das Musical, genau. Ja, wir sind mal auf die Straße gegangen und haben mal gefragt, Mensch, wenn wir einmal Udo Lindenberg hier bei uns in der Sendung haben, dann lassen wir die Leute auf der Straße doch einfach mal ein paar Fragen abschießen an einen guten Udo. Mal sehen, was die wissen wollen von dir. Ja, bin ich gespannt. Hm.
mein Name ist Yvonne und ich würde gerne wissen, ja, ob Udo Lindenberg wirklich so verplant ist, wie er immer wirkt, oder ob das nur Show ist. Hallo, mein Name ist Peggy. Ich hätte mal eine spezielle Frage. Beim Schlafen, nehmen Sie da Ihren Hut ab? Also, ich bin erstmal die Renate Dürr aus Leipzig. Und ich habe gehört, dass Sie laufend im Hotel lebten, wenn Sie in Hamburg waren. Ist denn das wirklich so schön, laufend im Hotel zu leben? Guten Tag, mein Name ist Paul Ames und ich wollte von Udo Lindenberg wissen, wie er so im normalen Leben zurechtkommt, wie er das meistert, abgesehen von der Bühne. Ja, vielen Dank. Bin ich mal gespannt. Keine Ahnung, ob es bei Udo Lindenberg sowas wie ein normales Leben gibt, Udo? Nee. Gibt's nicht. Wie war eine gute Frage. Wie hält man das alles so aus? Hielt Eierlikörchen. Eierlikörchen, ja, ja. Mit dem Hut, das wollte ich vorhin auch schon wissen. Nimmst du den denn ab beim Schlafen? Nee. Wegen Tag der? Und Nacht. Da musst du ja viele Hüte haben. Die zerknautschen doch alle. Ist er zerknautscht? Nein, das ist nicht zerknautscht. Sieht gut aus. So, was wollten Sie noch wissen? Renate aus Leipzig wollte wissen, das ist ja eine Legende, oder stimmt das wirklich, dass Udo Lindenberg tatsächlich im Hotel wohnt? In der kleinen Atlantik-Hotel. Und wie ist das? Ich meine, ist das... Ja, das ist gut. Ja. So genau wollten wir es gar nicht wissen. Dankeschön, Udo. Ja, danke. Wenn man sich Leute raussucht, wie jetzt den Udo, wir hatten vorhin ja ganz am Anfang der Sendung schon gesehen, auch den Heino und Roberto Blanco, muss man die richtig studieren, um die dann mal so ein bisschen nachmachen zu können? Wobei, es ist ja jetzt keine Persiflage an sich, es geht ja dann doch mehr so um die Kunst des Bauchredens. Ne? Ja, also ich sag mal, natürlich sollte man einen Bezug zu dieser Figur haben oder zu der Person haben, das ist, denke ich mal, schon ganz wichtig. Das Zweite ist natürlich, es steht hier nicht im Vordergrund unbedingt die Stimme hundertprozentig nachzumachen, weil die Optik der Puppe oder der Person spielt ja auch schon eine Rolle. Und dann ist natürlich, dass man ein bisschen überzieht. Das ist natürlich das Wichtigste. Ehrlich? Ja, ehrlich. Das ist ja nun mit dem Bauch hat das eigentlich gar nicht wirklich was zu tun. Das heißt nur Bauchreden, aber ich meine, der Bauch trägt man nun mal mit sich rum oder auch nicht. Genau. Aber die eigentliche Kunst ist ja was anderes. Ne? Richtig. Also das Zwerchfell spielt schon eine große Rolle. Ja. Deswegen vielleicht auch Bauchreden, aber vielleicht das Zwerchfell eine Rolle spielt. Es findet trotzdem auch alles im Mund- und Rachenraum statt. Das Zwerchfell ist dazu da, um den Druck zu erzeugen. Aber ich mache auch alles im Mund- und im Rachenraum, wie alle sprechen. Ja, nun hatten Sie ja gesagt, Sie waren erst Kaufmann, haben dann gesagt, ach, ich will doch lieber auf die Bühne Künstler werden. Das war ja bestimmt so eine Übergangszeit. Sie mussten das ja auch erstmal lernen, das mit dem Bauchreden. Genau, ne? Richtig. Wie lange hat das gedauert, bis Sie das so drauf hatten? Ich sag mal so, 1,5, 2 Jahre habe ich mich so in stille Kämmerlein verzogen. Und selber beigebracht? Selber beigebracht, ja. Und Literatur besorgt und nachgeschaut, wie geht das. Geübt, vom Spiegel, Videoaufnahmen gemacht, also so ganz klassisch typische Sachen, die man auch im Schauspielbereich auch macht. Und die Familie, wie geht's mit Mario? Er ist bekloppt geworden, ist jetzt seit 2 Jahren im Keller und redet mit sich selbst. Genau so sieht's aus. So ungefähr war's. Ja, und dann habe ich irgendwann meinen ersten Auftritt gehabt, wurde gebucht für eine Hochzeit. Und ja, da war ich vom Schwager, im Grunde genommen der Bruder des Bräutigams hat mich gebucht, ja, als Geschenk. Und die saßen dann so vor mir und hinten waren dann auch nochmal so 100 Zuschauer, also Gäste. Und ich komme an und das wird gesagt, hier für euch als Geschenk der Bauchredner. Und dann sagt die Braut, ach du Elend, ich hasse Bauchredner. Alle haben sich sympathisiert mit der Braut. Ah, na klar. Der Auftritt war eine Riesenkatastrophe. Aber das hat mich angespornt, um zu sagen, nee, jetzt erst recht, jetzt mache ich weiter. Ja, das ist aber schon mal ein gutes Zeichen. Andere Leute hätten vielleicht gesagt, oh, ich glaube, war das doch keine gute Idee. Das, ja, aber gut, solche Auftritte gibt es immer. Ich glaube, selbst der erfolgreichste Rockmusiker oder Popstar oder was auch immer für ein Künstler hat solche Misserfolge schon erlebt. Natürlich, müssen, ne? Das kann ich sagen. Ja. Ja. Du auch, hat es auch nicht immer eine einfache Zeit. Ne? Von der Bühne gefallen? Ja, von der Bühne ist er auch schon gefallen. Alles erlebt. Sie haben sich das selber beigebracht. Man kann sowas aber auch richtig lernen. Es gibt Bauchrednerschulen. Ja, ne? 3 Stück in Deutschland. Tatsächlich? Ja, also von denen ich weiß. Ich weiß auf jeden Fall von einer, weil die haben wir uns persönlich angeguckt, liebe Zuschauer. Und wir haben sie, ja, wir nehmen sie jetzt mit quasi. Ja, ich? Hallo. Was ist denn das? Eine Socke, da ganz die rote Socke. Ich werde verrückt. Ja. Also jetzt müssen wir uns erstmal den hier, müssen wir auch noch mal kurz vorstellen. Wen haben wir jetzt hier? Das ist der Herr Schulze, ein alter oder ein Hamburger Original. Und der begleitet mich eigentlich schon fast von Anfang an. Er sah vorher in einem Spieler, hat man gesehen, mal anders aus, aber wurde dann irgendwie mal ummodifiziert. Ist ja auch nur ein Mensch, ne? Ja, natürlich. So, wie mache ich das jetzt? Also worauf muss ich achten beim Bauchreden? Natürlich. Lass die Socke strechen. Ja, ja, das ist, wenn das so einfach wäre. Einfach reden und den Mund dabei nicht aufmachen, ne? Ja, so ungefähr. Womit fängt man denn an? Gibt es irgendwelche bestimmten Anfängersätze? Ich habe ja gehört, bestimmte Buchstaben gehen nicht, oder? Ja, also B, P, M und F, die Lippenlaute, die sind schwer, da muss man lange für üben.
Oder man lässt sie weg. Ja, aber aber es ist schwierig bei Peter, das wegzulassen. Ne? Kann man das sagen? Hans, bis jetzt Hans. Ja, super. Das fängt ja schon mal gut an. Also, weil wenn man bei P, klar, und bei W, da bewegt man die Lippen automatisch. Das geht eigentlich gar nicht ohne Bewegung. Also, da muss man halt eine gute Lippenkontrolle haben mit der Zeit. Und die kommt aber mit der Zeit, mit der Routine. Ja, wie macht man das denn, wenn man jetzt ein Programm hat und darf bestimmte Wörter einfach nicht sagen, wo ein P drin ist und W drin ist? Ich sag sie trotzdem. Ach so. Ich sag auch Täter. Täter? Ja. Der Täter. Das ist zum Beispiel, aber das haben sie richtig erkannt. Das ist zum Beispiel ein Ding, man kann Ersatzlaute nehmen, anstatt eines P's, nämlich ein scharfes T, und mache anstatt ein Peter, mache ich ein Täter. Aber im normalen Bühnenprogramm fällt es nicht auf und die Leute hören auch ein Peter. Also das ist, ach so. Das ist zum Beispiel, wäre ein Trick, so zu machen, ja. So, und jetzt versuchen Sie mich mal zu unterrichten. Ja. Habe ich einen leichten Schüler oder einen schwierigen Schüler? Eher schwierig, wenn ich an meine Schulzeit denke. Das sieht doch so aus. Also, Lächeln ist schon gut, weil mit Lächeln kann man schon mal viel die Lippen unter Kontrolle halten. Und dann würde ich einfach mal sagen, hallo liebe Zuschauer, aber Liebe ist schon wieder schwierig, hallo Zuschauer. Hallo Zuschauer. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Hallo Zuschauer, kam doch schon mal ganz flüssig rüber. So, da muss man jetzt noch ein bisschen dran feilen und dann funktioniert das auch. Sie müssen aber auf diese Locke achten, liebe Zuschauer, nicht auf mein Gesicht. Ja, aber das machen die meisten, weil sie sich zu sehr darauf konzentrieren. Das sagt er auch. Ja, haha. Ich finde, das ist gar nicht so schwer. Man sieht euch fast gar nicht, dass ich was sage, oder? Geht so. Er macht das doch gut, fürs erste Mal. Vielleicht liegt es auch einfach an der hässlichen Socke. Ja, nett sieht sie nicht aus. Die stinkt auch ganz fürchterlich. Ich brauche auch so eine Puppe. Ist die teuer? Ja. Also, es gibt ja auch Puppen, die man kann über das Internet bestellen. Aber das sind ja alles Anfertigungen. Ich bin original. Ja. Was kostest du denn? Was kostest du denn? Also so eine gemachte Puppe zwischen 1.000 Euro und 5.000 Euro. Na, oben ist keine Grenze. Echt? Ja. Also es ist ein Puppenbauer aus Bielefeld. Der baut auch für die Muppet-Show, Sesamstraße, für Kika. Und das sind alles Anfertigungen. Darf ich mal anfassen? Ja, na klar. Ey. Ja, das ist toll. Gut sieht toll? Aus. Ja. Sagt meine Frau auch. An der Nase eines Nannes. Na, jetzt ist Schluss. Wir haben gerade in dem Film, in der Bauchrednerschule, ja Leute gesehen, die Sie auch kennen. Und ich glaube, einer von denen, den wir da auch im O-Ton, also den wir da sprechen haben hören, ist auch so eine Art, ja, der ist ein bisschen schuldig an dem Ganzen, ne? An ihrer Serge, Misere. Serge Ettringer, das ist ein lieber Kollege aus Hamburg. Ja. Der macht das schon, der hat schon vor mir angefangen damit. Und den habe ich damals zum Beispiel auch bei Veranstaltungen angesagt. Und da wusste ich, naja, Bauchredner, man kann es lernen, weil er es einem auch erzählt hat. Und ein bisschen Schuld ist er da mit dran, ja, na klar. Also, Sie haben es gesehen, man kann es lernen, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Oh Gott, oh Gott. Worauf kommt es denn jetzt an, dass ich ein guter Bauchredner bin? Fürs erste Mal. Gut kann man es auch mit dem Korken üben. Ja. Das wäre nochmal eine übende Möglichkeit. Okay. Morgens im Bad. Alles klar, ich übe weiter. Beim Rasieren. Ich muss mal ganz kurz gucken, was jetzt kommt. Ach so, wir gucken uns nochmal ein paar andere Bauchredner an. Er soll es lassen. Sie wundern sich, liebe Zuschauer, wer hier spricht. Man sieht, mein Mund ist ja sich gar nicht bewegt. Ne? Das ist fantastisch. Bauchredner haben eine... Ach, was rede ich? Ach, tut der Mund schon weh. Bauchredner haben eine lange Tradition. Der Glückwunsch des Tages, liebe Zuschauer, der geht heute, das ist echt wirklich kurios, wie ich finde, an Jochem Heidel. Da denken Sie, der Typ kann nicht richtig sprechen. Und Sie meinen mich da bitte? Nein, der heißt wirklich Jochem mit einem M, nicht N, M, Jochem Heidel. Und Jochem, jetzt zeige ich Ihnen mal, er wird 62 und er löst gerne Kreuzworträtsel und guckt gerne Formel 1. Und eine seiner beiden Töchter, nämlich die Jacqueline, hat ihm ein paar persönliche Zeilen geschrieben. Und weil wir keine Jacqueline haben, dafür aber eine Mandy, dachte ich, nutze mir doch die Gelegenheit mal direkt und lassen die Mandy mal diese Zeilen präsentieren. Ich möchte deinen Tata, Jochen, Heidel, alles Gute wünschen und möchte dich danken, dass er immer da war für mich und es auch immer noch ist, auch wenn es manchmal nicht einfach mit mir ist. Danke, Tata, deine Jacqueline und alle, die dich kennen. Das ist süß. Ja. Macht das denn dann beim Bauchreden einen Unterschied, ob M oder N? Nein, das ist beides... Beides schwer. Beides schwer. Also Jochem oder Jochen ist eigentlich egal. Und Tata, finde ich, klingt auch viel besser als Papa. Also wir haben heute vielleicht ein paar neue Wortkreationen hier lieben gelernt. Ne? Also man hört schon aus den Erzählungen raus, dass Sie bei unfassbar verschiedenen Veranstaltungen auftreten. Also das ist nicht nur die große Gala, oft auch die kleinen Feste. Auch bei so einem Geburtstag könnte man... Klar, also wir machen auch 80. Geburtstage, goldene Hochzeiten. Mhm. Das ist nicht die Masse, weil die Masse ist schon die Firmenveranstaltungen, die Galas, aber machen wir auch, klar.
Ja. Und Sie sind auf Tour gerade mit? Genau, wir sind auf Tour mit der Promi-Puppet-Show, ja, durch ganz Deutschland. Da mal vielleicht auf die Homepage schauen. Und dann stehen auch die Tourtermine, sind auch Sachsen ist dabei, Sachsen-Anhalt ist dabei. Also von wirklich vom Norden bis zum Süden. Wenn Sie irgendwo in der Nähe sind, liebe Zuschauer, schauen Sie sich das an. Ich habe auch schon einen größeren Ausschnitt des Programms. Es ist wirklich zum Schreien. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank für den Besuch, Mario Reimer. Dankeschön. War ganz toll. Vielen Dank, Wendy. Trinken einen Kaffee? Ja, jetzt könnt ihr einen Kaffee trinken. Ich muss noch ein bisschen, aber um 17.45 Uhr hätte ich Zeit. Krieg ich hin. Okay, bis später. So, liebe Zuschauer, morgen ist auch wieder Besuch hier bei uns. Und